Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Und ihr seht richtig, wir spielen die Pixel-Version von New Super Mario Bros. Wii. Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Und zwar ist es eher eine Demo-Version von New Super Mario Bros. Wii in der Pixel-Version. Und tatsächlich wurde das von meinem besten Freund Mr. Skylo entwickelt, und zwar im Jahre 2017. Derselbe Entwickler, der auch Super Mario Ultimaker entwickelt hat und immer noch nicht fertig hat. Und genauso wenig fertig wie Super Mario Ultimaker ist, ist es auch leider dieses Spiel. Nichtsdestotrotz finde ich es interessant, dass er überhaupt es gewagt hat, dieses Spiel zu entwickeln. In dem Fall tippe ich tatsächlich darauf, dass er vielleicht auch gar nichts dafür kann. Weil wir wissen ja, Nintendo versucht auch möglichst ein paar Spiele ja aus dem Internet rauszunehmen und auch zu verbieten, weil sonst gibt es eine dicke, fette Klage, die auch teuer ist. Also das ist eben das Problem. Und da kann der ein oder andere Entwickler dann letztendlich auch nichts dafür. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier in diesem Fall Mr. Skylo gut gemeint hat und es tatsächlich weiterentwickeln wollte, aber es nicht geschafft hat, das Spiel weiterzuentwickeln. Weswegen wir in dieser Demo nur das erste Level spielen können. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass das Spiel auch noch fehlerhaft ist. Aus dem vorhin gesagten genannten Gründen. Und deswegen nicht wundern, wenn hier Dinge nicht so ganz passen, wie sie passen sollten. Das Wichtigste ist aber die Optik, weil ich finde die Optik dieses Spiels richtig klasse und darauf hätte man wirklich aufbauen können und es stimmt mich auch so ein bisschen traurig, dass Entwickler, die wirklich Fangames entwickeln wollen und das kostenlos, das muss man auch bedenken, zwar haben sie vielleicht keine Zeit, um das Spiel weiterzuentwickeln, aber sie machen es kostenlos und sie nehmen sich die Zeit dafür und dafür verdienen sie auch meinen größten Respekt. Also in dem Sinne, ich habe jetzt genug gequakt und genug gelobt. Wir wollen uns mal dieses Spiel genau anschauen. Und zwar tippen wir einfach auf Toca aquí para jugar. Los geht's. Und hier haben wir diesen typischen New Super Mario Bros. Wii Auswahlbildschirm, wo wir ein neues Spiel starten können. In dem Fall können wir nur Nuevo auswählen. Speichern können wir nicht, weil es ist ja nur ein Level. Lohnt sich auch nicht. Also daher, lasst uns beginnen. Und hier ist es. Sogar optisch, also jetzt nicht rein grafisch, sondern wirklich von den Farben her, von der Optik her, viel, viel schöner als New Super Mario Bros. Wii, muss ich sagen. Mario teilweise in seiner Mario World Optik. Gegner können wir besiegen, die Steuerung ist ein bisschen mäßig, es ist ein bisschen schwierig. Also man muss sich daran gewöhnen. Und hier, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin runtergefallen. Also die Plattform ist hier nicht richtig. Also die hat irgendwie keine Hitbox oder so. So, konntet ihr das auch gerade nochmal sehen? Ich muss das Spiel noch starten. Wir sehen uns gleich wieder, weil man kann nicht mal richtig verlieren. Also, bis gleich. So, bin wieder zurück. Und ja. Ihr habt gesehen, wie gesagt, es ist komplett buggy, kann man sagen. Ich möchte es trotzdem mal spielen, weil, wisst ihr, ich finde es immer toll, dass sich Leute die Mühe geben und da was auf die Beine stellen und können es dann aus, was weiß ich, aus rechtlichen, aus technischen oder aus zeitlichen Gründen nicht weiter fortführen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil... Ganz ehrlich, das hätte eine richtige Perle werden können, weil die Optik gefällt mir so sehr. Meine, schaut euch diesen Hintergrund an. Schaut euch die Gegner an, die Musik. Das alles quasi im SNES-Stil mit NES-Musik dazu gepaart. Das ist einfach wow, einfach Hammer. Ich kann es nicht anders sagen. Und wir haben auch den Propelleranzug hier, den können wir auch tatsächlich verwenden. Der funktioniert auch relativ gut, muss ich sagen. Da sieht man, da wollte er tatsächlich das Spiel weiterentwickeln, konnte es aber letztendlich nicht. So, was haben wir noch so Schönes hier? Ich mag die Musik. Ich mag die Musik. Und ich sollte lieber nicht weiter singen, weil sonst schaltet die ab und das möchte ich nicht.
Also einigen wir uns darauf, dass ich nicht gerade... Oh, was war das denn? Alpha-Bug. Seht ihr das? Ich wollte nicht mal nach unten gehen. Ich wollte nicht mal nach unten gehen. Und trotzdem gibt's hier Probleme. Konnte man sehen. Und dadurch kann ich auch die Starcoin da oben nicht mehr bekommen. Das ist schade. Und eine dritte Starcoin werdet ihr auch vergebens finden, weil es gibt keine. Normalerweise gibt's die halt in der Röhre. Aber man kann in den Röhren nicht rein. Sollte man ursprünglich können. Und der Gegner ist gerade verschwunden, der Cooper. Wie gesagt, es ist halt buggy. Und deswegen braucht ihr euch das nicht zu wundern, dass es nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, es ist schade. Und der größte Bug ist immer noch hier. Ich kann hier einfach so durchspazieren und nichts passiert. Und man sieht's auch. Hier. Typisch Mr. Skylo. Also diese Flagge ist quasi von ihm designt worden. Das sieht man dann auch in Super Mario Ultimaker. Deswegen interessant, dass er dann Super Mario Ultimaker entwickelt hat. Halt auch im Mario World Stil. Mir wäre es aber lieber gewesen, wenn er hier diesen Mario hier genommen hätte. Also ihn so modifiziert hätte wie hier. Genau mit derselben Optik wie hier. Also das wäre mein Wunsch an Mr. Skylo, dass er bei Super Mario Ultimaker diese Optik verwendet. Das wäre doch klasse, oder nicht? Und hier können wir nicht weiter, also wenn ich runterfalle, wisst ihr, was passiert. Also, ja. Ja, Leute, das war ein relativ kurzes Vergnügen. Ich wollte aber trotzdem zeigen, was Entwickler so alles einstellen können, wenn sie die Freiheiten haben. Und das bringt auch Nintendo so ein bisschen in Verlegenheit, dass sie hätten mehr machen können. Mehr als Mario Kart Tour, mehr als Super Mario Run, mehr als Dr. Mario. Klar, Dr. Mario finde ich an sich gar nicht schlecht. Und Mario Kart Tour gehört meiner Meinung nach auch deutlich zu den besseren Spielen von Nintendo für mobile Geräte. Aber Mario Run ist der letzte Rotz, tut mir leid. Bei allem Respekt, wirklich, bei allem Respekt für Nintendo, aber Mario Run ist der letzte Rotz. Und man sieht, man kann viel, viel bessere Spiele hinbekommen, auch sogar in 2D. Das sieht man ja hier. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass Nintendo sich nicht die Mühe macht. Es ist nicht das erste Video, wo ich Nintendo kritisiere dafür, aber vielleicht auch nicht das letzte, aber okay. Ja, Leute, das soll es erstmal vom Video gewesen sein. Mehr gibt es ja leider nicht. Das Spiel wird von Mr. Skylo nicht weiterentwickelt. Und ich denke, das hat tatsächlich auch rechtliche Gründe, weswegen er das nicht weiterentwickeln kann. Aber genießen wir doch diese schöne Optik, genießen wir diese schöne Landschaft. Also ich liebe es. Ich liebe es einfach. Und ich hoffe, ihr liebt es auch. Und falls ja, würde ich mich auf jeden Fall über den Daumen nach oben freuen. Und falls ihr neu seid, willkommen auf meinem Channel. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch dieses Video anschaut. Auf jeden Fall dann den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch kein weiteres Video von meiner Seite verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut doch mal wieder vorbei. Auf Wiedersehen.